Wir stehen im Regierungsgebäude vom Kanton Thurgau, Sitz von unseren obersten Herren. Es war ein Dienstag, wo sie eine Regierungssitzung hatten. Ich habe gehört, wie unser Chef durch den Gang rennt. Er musste noch Unterlagen holen. Schlecht, weil ja, es ist, ich war in Eile, hatte nachher ein Büro wieder gebraucht. Frischer Boden, Holz und Wasser auf dem Boden. Das ist nicht gut. Da kann gröberen Schaden geben. Normalerweise ist um diese Zeit niemand von der ISS im Haus. Kurz überlegt, was machst du jetzt? Und dann wollte ich Putzzeug holen, um diese riesen Sauerei wegzuputzen. Putzraum kommen. Dann ist mir die Frau Imrisha entgegengekommen, eine höhere von dieser Equipe und die Kontrolleurin. Grüezi, Frau Imrisha. Grüezi. Habe ich gesagt, ich brauche Putzequipment, um eine Sauerei in einem Büro aufzuräumen. Kann ich bitte den Wagen nehmen, um zu putzen? Nein, ich mache diese Arbeit. Nein, Sie sind Kontrolleurin, Sie sind nicht... Das ist mein Job. Und dann hat Frau Imrisha sofort gesagt, nein, das ist nicht Ihre Sache. Ich bin von der Reinigungsfirma, das mache ich. Ja, der Chef hat dann irgendwann einmal die Sitzung fertig gehabt. Dann habe ich gesagt, ja, gehen wir es anschauen. Dann haben wir gesehen, es ist wie wenn nichts passiert wäre. Er hat gestaunt und ich habe gesagt, ja, wir haben eine perfekte Firma, die uns hier jederzeit unterstützen kann. Ich hatte einfach eine riesen Freude gehabt, weil es ist für mich nicht selbstverständlich. Und wie sie es gemacht hat, still, leise, tschüss, wieder verschwunden ist, das musste ich sagen. Ja, das hat gestimmt.